Der FC Bayern darf eben noch nicht feiern. Ja, wer hätte das gedacht? Den ersten Matchball, um vorzeitig deutscher Meister zu werden, haben sie einfach so vergeben. Den Kopf in den Sand steckt aber niemand. Außerdem gibt's heute folgende Themen. Der verrückte Abstiegskampf, und deshalb habe ich auch dieses Trikot hier an, die Arroganz des Sandro Wagners und Mats Hummels wird von den eigenen Fans beschimpft. Viel Spaß bei den Highlights des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Puh. Dritter Versuch hat funktioniert. Ha! Da unten kannst du einfach nichts vorhersehen. Klar, Hannover 96 ist abgestiegen, wie ich finde, sehr schade, denn die zeigen im Moment wirklich 1A Fußball. Leider zu spät. Jetzt beginnt natürlich der große Ausverkauf. Vor allem Ron-Robert Zieler ist heiß begehrt. Er selbst hat ja auch schon auf Facebook gesagt, ich will erstklassig spielen. Und ganz ehrlich, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Jetzt natürlich die Frage, bleibt er in Deutschland? Unter anderem der 1. FC Köln soll an ihm dran sein, sollte Timo Horn auf die Insel wechseln. Ja gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, da können wir wann anders drüber sprechen. Zieler ist ein absolutes Schnäppchen. Er hat nämlich eine Ausstiegsklausel von 3,5 Millionen Euro. Ja, was denkt ihr? Wohin wird der Nationaltorhüter wechseln? Schreibt doch mal euren Tipp in die Kommentare und ich denke, da ist im Moment wirklich viel offen. Wow, was für eine Stimmung. So Szenen gibt's doch eigentlich nur vor dem WM-Finale. Werder Bremen steckt tief im Abstiegskampf, keine Frage. Aber vor dem Krimi gestern Abend gegen den VfB Stuttgart standen die Fans voll und ganz hinter ihrem Team. Schaut euch das Video mal an, das haben die Werderaner auf Facebook gepostet. Das Team hat die Stimmung aufgesaugt und hat sich davon anstecken lassen. Was für ein krasses Duell. Am Ende ein 6:2 Sieg gegen den VfB Stuttgart. Was das für die Tabelle bedeutet, zeige ich euch dann noch später in diesem Video. Moral haben zwei Abstiegskandidaten gezeigt, und zwar Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim. Fangen wir mal mit der TSG an. Mit 2:1 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Das Spiel gedreht? Ja, das kann sich doch sehen lassen. Spätestens jetzt sage ich, Hoffenheim hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Anders sieht das in Hessen aus. Auch die Eintracht hat mit 2:1 gewonnen, und zwar in Darmstadt. Glückwunsch! Aber da muss man auch sagen, das sind die Lilien schon selbst schuld. Ihr habt ja die Story von Sandro Wagner gehört. Ja, Fußballer verdienen nämlich viel zu wenig Geld. Ja, aber dann sollten sie auch etwas für ihr Geld machen. Sorry, aber mit so einer Arroganz einen Elfmeter zu schießen und dann auch noch so kläglich zu scheitern, ey, das spricht für sich, Leute. 5 Tore. Respekt dafür. Was für ein geiles Spiel. Borussia Dortmund hat den VfL Wolfsburg an die Wand gespielt und mit 5:1 gewonnen. So richtig gefeiert haben viele Fans aber trotzdem nicht. Der Hintergrund, klar, wie soll es auch anders sein, Mats Hummels. Er will zum FC Bayern und das wird auch öffentlich kommuniziert. Eins muss ich vorweg sagen, ich verstehe die BVB-Fans komplett, dass sie enttäuscht sind, traurig oder was auch immer. Aber einen Spieler zu beschimpfen und ihm den Mittelfinger entgegenzustrecken, das ist einfach nur niveaulos. Ein Beteiligter hat Klasse gezeigt, und zwar Hummels selbst. Er ist mit seinen Kollegen zu den Fans gegangen, hat geklatscht und sich für den Rückhalt bedankt. Ja, hoffentlich hört man da die Ironie raus. Der FC Bayern hat den ersten Matchball vergeben. Ehrlich Leute, mich ärgert das mega. Wisst ihr, am Samstag hatte ich meinen letzten Arbeitstag in der Sportredaktion und ich wollte quasi als letzte Amtshandlung die deutsche Meisterschaft verkünden. Ja, schade. 1:1 gegen Gladbach und eine kleine Statistik habe ich da für euch. Zum letzten Mal sind die Münchner im Jahr 2000 im eigenen Stadion Meister geworden. Damals am letzten Spieltag, als Leverkusen nur wenige Kilometer auch von dieser Wohnung hier entfernt in Unterhaching patzte. Die Serie mit Auswärtsmeisterschaften hält wohl an. Ich denke, nächste Woche wird im Bayern Derby beim FC Ingolstadt alles fix gemacht.
Schauen wir uns also mal die Ergebnisse an. FC Augsburg, 1. FC Köln 0:0 und das ist wirklich kein schönes Spiel gewesen. Im Hessen-Derby hat, wie gesagt, Eintracht Frankfurt in Darmstadt mit 2:1 gewonnen. Dabei gab es aber in der Stadt Ausschreitungen inklusive einiger verletzter Polizisten. Wer das braucht, keine Ahnung. Dann Hannover 96, Schalke 04, 1:3, 1899 Hoffenheim, FC Ingolstadt 2:1, Mainz 05, Hamburg SV 0:0, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg 5:1, Bayern München, Borussia Mönchengladbach 1:1, Bayer Leverkusen, Hertha BSC 2:1 und Werder Bremen, VfB Stuttgart 6:2. In der Tabelle hat sich auch einiges getan. Die Hertha hat die letzte Chance vertan, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Aber hey, das Glas ist doch immer halb voll. Die Berliner sind zumindest sicher in der Europa League dabei, beziehungsweise könnten auch noch in die Quali abrutschen. Gladbach steht jetzt auf Platz 4, hat aber ein deutlich schwereres Restprogramm als die Hertha. Der VfL Wolfsburg versinkt im Mittelfeld. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, was da im Moment los ist. Mal sehen, ob man da an Trainer Dieter Hecking festhält. Ganz unten ist es richtig eng, weil sowohl die Eintracht aus Frankfurt als auch Werder Bremen gewonnen haben, sieht es für den VfB Stuttgart ziemlich düster aus. Im Moment Platz 17 und da zittern jetzt mit Sicherheit die Knie. Aber hey, es ist doch noch alles offen. 2 Spieltage sind es noch und ich schätze, zumindest ein Traditionsverein wird am Ende auf Wiedersehen sagen. Ganz ehrlich Leute, ich brauche in der Bundesliga keine Montagsspiele. So sehen das ja auch die Stuttgarter Fans und haben das Duell deshalb boykottiert. Nächsten Samstag heißt es dann Bundesliga nur am Samstag, jede Partie um 15.30 Uhr. Deshalb gibt es die Highlights am Sonntag im Verlauf des Tages. Danke nochmal hier an über 500 Abos mittlerweile. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Gut Kick und ciao.